Unser Elektromotor, ein Formel 4 Rennboot und eine Mission. Und zwar genau dieses Rennboot zu elektrifizieren. Genau dafür sind wir heute hier. Die drei, hier die Fulltime. Und hinten die drei. Ja, okay, mach das so. Und wie viele Kilowattstunden sind dann jetzt in dem Formel 4 Boot? Das muss ich rechnen. Frag mich so Sachen. Moment, Moment. Circa 12 Kilowattstunden. Hier haben wir jetzt unseren Batterierack vorgefertigt. Der ist so konstruiert, dass man die modularen Batterien schnell aus- und einbauen kann im Boot. So, und jetzt nehmen wir das Bauteil und das bauen wir jetzt ins Boot ein. Wenn da nicht wieder jemand drin liegt im Boot. Geht's? Okay, kannst du uns was zu den einzelnen Modulen erzählen? Ja, das sind die Einzelmodule. Sehr kompakt und leicht. Das ist Lithium-Polymer-Technik. Es kommt vorwiegend aus dem Flugzeugbau oder wenn man so will, ganz früh aus dem Modellflugbereich eben auch, der immer stärker wird. Genau, da sieht man, so ein Modul hat nur 10 Kilo Gewicht und ca. 1,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Ja, wir haben gerade die Testwasserbecken beim Bürgen durchgeführt und das war eine super Sache. Hat alles so funktioniert, wie es sollte. Hast du irgendwo erhöhte Temperatur? Hast du erhöhte Temperatur? Keine erhöhte Temperatur. Prinzipiell wird die Formel 4 mit 60 PS Benzin ausgebordet fort. Und wir haben jetzt im Endeffekt den Motor ausgebaut, aus dem Außenbordmotor, nur den Kraftkopf entfernt, dann einen Adapter gebaut, dass der Malabo-Motor direkt auf den Benzinausbord aufgesetzt werden kann. Haben wir jetzt einen erfolgreichen Testtag hinter uns, wenn wir jetzt aufholen und heimfahren. Der nächste Schritt ist dann die Testfahrt in Belgien. Nice.